Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Und zwar wollen wir mal eine Vision von Orgrimmar betreten und ich würde heute gerne zwei Zusatzziele schaffen und euch da einfach mal mitnehmen, wie wir das machen, wie wir da vorgehen und so weiter und so fort. Ich muss dazu sagen, ich bin ja Main Healer und wieder im DD-Spec unterwegs, aber das passt schon. Ich werde jetzt hier erstmal, ja, was werde ich denn machen? Ich werde hier erstmal ein bisschen clearen. Bis hier, bis da, den nehmen wir noch mit. Da ist eine Truhe, die wollen wir auch haben. So, dann gehe ich hier rein, hier ist bestimmt auch noch ein Mob. Und verstecke mich hier hinter, damit ich die schöne Nahkampfposition bekomme. Und alles schön wegbomben und mit meinem Massenstun auch handeln kann. Weil nichts ist hier wichtiger als Schaden zu vermeiden. Und das kann ich als Monk nun mal am besten über meinen Stun. Hütet euch. Ich muss auch gar nicht so über meinen DD-Spec meckern, wie ich es immer tue. Ach, die machen ja mit mir, was sie wollen, oder was soll das hier? Weil der DD-Spec, den ich habe, ist gar nicht so schlecht. Ich habe ein relativ gutes Gear, damit brauche ich eigentlich nicht rummeckern. Das haben wir, 463. Ich habe natürlich keine DD-Trinkets. Und ich habe keine Azerit-Bahn auf DD. Weil das alles natürlich auf meine Heilung, ausgelegt ist. Mit den Azerits. Und Trinkets habe ich einfach noch keine gefarmt. Ja. Aber ich denke mal, durch das Gear-Score stehe ich schon gar nicht so schlecht da. Die ich immer tue. So, hier muss man dann ab und zu mal springen. Damit man diese kleinen Viecher bzw. den Debuff los wird. Der macht nämlich Aua. Und, was für mich ganz schlimm ist, dass er einen auch im Kampf hält. Das heißt, wenn man sich heilen will und man ist im Kampf, geht's ja nicht. Und das kann böse sein, wenn man das in letzter Sekunde benutzen möchte. So, hier muss ich jetzt durch zu dem Zusatzziel. Und dann geht es um diese ganzen kleinen Totems nachher. Würde ich ja auch gern schon mal einen größeren Pull landen. Wenn es denn geht. Muss ich schon wieder springen. Warum sollte das eigentlich nicht gehen? Bomben ist immer gut. Und was tot ist, ist tot. So. Jetzt geht's um die Totems. Eins. Zwei. So, kann ich hier noch einen größeren Pull machen? Jo, ne? Nehmen wir das noch mit und die hier auch noch. Und dann wird es aber auch Zeit für die Heilung. Hier einmal reinstunnen. Schadenvermeidung, wie gesagt. Es ist ja auch nicht ganz so schlimm, weil ich habe ja zur Not noch die... Siehste, weil jetzt kommen ja nämlich noch Freaks. Falls ich das nicht schaffe, habe ich ja zur Not noch die Heilung mit 500 geistiger Gesundheit. Wo welche einmal auftauchen kann. Ich würde sie aber jetzt gerne nicht jetzt verbrauchen. Muss ich auch nicht. Ich kann mich selber heilen. Okay. So, dann weiß ich, ich habe noch zwei Heilungen über. Und ich habe am Anfang auf jeden Fall noch die Mobs vorm Endboss stehen, welche relativ böse sein können. Ach, guck mal, das hätte ich natürlich unterbrechen müssen. Habe ich verkackt. So, interrupten. Und jetzt kommt hier schon der dicke Elementar. Und das dürfte denn dieses Bonusziel hier schon gewesen sein. Den hole ich mit Karma Touch hoffentlich recht schnell runter.
Schauen, wo hat er die Kugel hingeschmissen, der Dicke? Sehe sie noch nicht. Da. Oh, und ich sehe hier gar nichts mehr. Gott, ist das peinlich. Das gerade, wo man ein Video aufnimmt, ey. So, jetzt bring ihn doch mal um. Wo ist die Kugel? Ich bin heute echt blind. Das ist echt ein bisschen peinlich jetzt hier gewesen, der Kampf. Okay, Entschuldigung. Kann ja mal passieren. Aber das Ding ist schon mal erledigt. Hier ist noch eine Truhe. Und den Briefkasten kann man auch looten. Ich habe gehört, dass da ein Mount drin sein kann. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Aber seitdem loote ich einfach immer diesen Briefkasten. Man weiß ja nicht, was kommt. Und eigentlich tut es ja auch nicht weh. So, jetzt muss ich aufpassen, was ich denn hier noch so stehen gelassen habe. Ich will auf jeden Fall zur Bonusvision darüber. Da machen wir mal Trick 17. Vielleicht. Wo sind die Mobs? Da. Ich versuche mich mal so ein bisschen vorbeizuschleichen. Mal gucken. 11 Sekunden. 10 Sekunden. Fünf Sekunden. Passt. Ein da. Hier muss man aber auch relativ schnell sein. Und immer an dieses Springen denken. Diese scheiß Dicken müssen echt schnell down. Die können nämlich echt übel sein. So, hier kommt Trussi. Beeil dich. Jetzt werde ich diese automatische Wiederbelebung einmal nutzen. Was haben wir hier? Astrales Portal, was macht das? Macht hier irgend so ein Freak her. Mal gucken, was der kann. Hat er irgendwas gemacht? Nö, ne? Aber ich glaube, das ist ähnlich wie die Briefkästen. So, jetzt habe ich die automatische Wiederbelebung weg mit 500 Points. Ich hoffe, ich schaffe es. Mit meinem Vorhaben von 2. Ich hoffe, ich habe mir da nicht zu hohe Ziele gesteckt jetzt. So, hier muss ich irgendwas machen. Tu es. Weil ich brauche jetzt bestimmt noch einmal volles Leben, um den Boss überhaupt zu schaffen. Mal schauen. So, hier nochmal rein. Deswegen muss ich mich jetzt so spät wie möglich retzen oder heilen. Aber ich darf es dann auch nicht mehr verkacken. Den schaffe ich vielleicht noch eben. Den hole ich mir auch noch. Ich versuche es einfach mit Touch of Karma, diese Gruppe hier. Mark of Dead. Oder wie der Scheiß auch heißt. Oh, oh, das war jetzt gar nicht gut, dass ich mich jetzt hier stunnen lassen habe. Ich denke, das kommt davon, weil ich nicht gesprungen bin. So, jetzt den. Und jetzt aber heilen. Und dann muss ich zusehen, dass ich das jetzt schaffe, weil, wie gesagt, wenn ich die letzte Heilung brauche, dann muss ich den Rückweg antreten. Sonst packe ich leider den Endboss nicht mehr und kriege meine Vision nicht fertig. So, ist jetzt hier noch lange Palaver oder geht's los? Komm, 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 komm.
Wieso dürfen die ihn schon hauen und ich noch nicht? Unfair. So, Attacke. Wollte doch gerade springen. Ich muss diesen Spec mal öfters spielen, damit ich hier ein bisschen Routine reinkriege. Die Monk-Spieler unter euch, die werden sich bestimmt kaputt lachen über mich. Aber naja. Bin nun mal Heiler. So, das Ding ist auch abgehakt, würde ich sagen. Wenn ich das so sehe. Also, ab zum Boss. Diese Kiste nehmen wir natürlich noch mit. Aufmounten. Gibt es hier hinten noch einen Briefkasten? Totem der Winde. Das bringt mich, glaube ich, nach Hause. Gönnung. Also nicht nach Hause, sondern zum Startpunkt. Da, wo ich es ja einigermaßen geklärt habe, diese Seite. Das ist nämlich ganz gut, weil dann muss ich die rechte Seite hier nicht mehr pullen und kann direkt zum Boss rushen. Naja, nicht ganz direkt. Diese beiden Freaks sind halt noch da. Die machen relativ viel Schaden, deswegen habe ich einfach mal ein CC. Das ist total unnötig, weil wir haben noch eine komplette Heilung. Aber ich bin oldschool und ich CC gerne. Das unterbrechen wir, sagt DBM ja auch. Jetzt könnte ich hier eigentlich mal kurz rumgucken, ob hier noch irgendwo so ein Briefkasten oder so eine Truhe ist. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein halbes Leben. Aufmachen kann man hier, aber irgendwie bin ich trotzdem ziemlich langsam gefühlt. Da hinten war ja noch eine Truhe. Soll ich das Pack einfach nochmal down machen? Ich glaube, das schaffe ich mit einem Leben, oder? Ich probiere es einfach mal aus. Wenn ich jetzt verkacke, das wäre sowas von mega peinlich. Ich denke mal, das seht ihr genauso. Aber das war es ja schon. So, Truhe holen. Andenken kann man mal mitnehmen. Kann man sich mal gönnen. Weil durch diese Skillung wird es ja halt immer besser und einfacher. Auf diesen Dingern steht, wie viel geistige Gesundheit man pro Sekunde verliert. Die beiden verbrauchen jeweils 12 und die, die wir gemacht haben, waren bei 8. Das heißt wohl, dass die, die wir gemacht haben, halt die einfacheren sind. Zumindest aus dem Aspekt betrachtet. Die hintere habe ich auch schon mal gemacht. Die ist nicht so schwer, aber die dauert relativ lange. Das heißt, man verliert ganz schön viel Gesundheit. Ich dachte immer, das liegt in meinem Damage, aber egal. Labarababa. So, komm her. Sterbenzeit jetzt mal eben schnell. Hütet euch. Das müssen wir ausweichen. Was für eine Kugel? Ich sehe keine Kugel. Ja. Seit wann machen die das überhaupt mit dieser Kugel? Kenne ich gar nicht. Oh, jetzt habe ich mich stunnen lassen. Mann, ich bin aber auch ein Noob, ey. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Also wenn ich gerade keine Videos mache, dann bin ich irgendwie besser mit dem Char. Ihr seid schuld. Hütet euch. Nein, nein. War nur Spaß. Mir egal, ob er mich trifft oder nicht. Wir schaffen es ja so oder so und darum geht's. So, das war's. Geschafft. Wie lange ging das Video? 14 Minuten? Ja, Viertelstunde. 2 Bonusziele. Für einen Healer? Ich weiß nicht. Kann man nicht meckern, oder? Ich bin jedenfalls zufrieden, dass es geklappt hat. Okay, Entschuldigung für meine Fails in diesem Video. Aber vielleicht sind die auch einfach ganz lustig. So kann man einfach mal sehen, was hier abging. So, jetzt bekomme ich hier Funken und Saiten und nochmal Handschuhe in 4,30. Die braucht kein Schwein. Die können wir direkt nochmal hier live in YouTube entzaubern. Okay, Leute, alles klar. Ich schweife ab.
Danke fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Am besten mit Glocke, dann verpasst ihr das nächste auch nicht. Und falls ihr mich mal live auf Twitch besuchen wollt, Link packe ich unten rein. Ich würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.